Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Sag ich 2 gegen 2. Voldemar Rich. Was ist denn das für ein Scheißname? Ich bin Tyranno. Ich bin Protoss. Ich möchte auch diese Folge meinen Gegner einfach nur nerven. Wie beim letzten Mal schon. So. So spielen wir mal Gas first. Ich habe irgendwie heute. Ich habe Genickschmerzen im Genick. Genickschmerzen im Genick? Ja, das ist Genickschmerzen im Bein, sag ich immer. Officer Nick Rick. Die Folge sollten übrigens eigentlich ab morgen kommen, aber ich müsste vorher nochmal einmal in 15 Minuten Abschnitten die unterteilen und gucken, ob die Musik in Ordnung ist. Hier ist die Hoverkraft. Erst einmal Platte. Spray da mal. Oh, jetzt bist du tot, weil du nicht aufgepasst hast. Hättest du doch mal. Du musst mal sprayen beim Gegner, Zalrock. Ja, mach mal nicht. Gesprayt. Das ist Fettmänner. Quatsch. Dafür hast du doch extra die Warchest gekauft, damit du so ein Stop-Emote hast. Kannst du mal das Ding aufmachen, das Depot? Danke. Aber normalerweise würde ich sagen, stopp, hier kommst du nicht durch. Halt, stopp! Das ist gut, dann sieht der Gegner, durch diese Wall darf er nicht durch. Ich glaube, da wird er sich dran halten. Aber auf der anderen Seite schon, ne? Kannst du die Tür auch offen lassen? Nein. So. Der eine Trane. Ja. Der andere war. Zierch. Random. Z-E-R-C-H. Nee, Zierch. Z-E-R-C-H. So wie man es schreibt. Gibt ja auch das Zierchfell. Ach nee. Da muss man mal kurz lachen. Jetzt werd mal fertig hier. Werd mal fertig hier. Das ist ein Overlord. Ja, hat's einen Lustcheeser? Wann ist denn meine Echse nicht durch? Jetzt. Ich hab einen Bodendümpler. Das ist ein Bodendümpler. Wer heißt der halt so? Die gemeine Bodendümpler. Das hat da schon so ein Luftschießer. Bin ich stark von dir, Nergorix. Richtig, eins richtig. Das ist eins richtig nicer Move. Ich weins. Geh da raus, sonst bist du eingebaut. Da ist ein Mule durchs Bild geflogen. Warum ist dein Reaper eigentlich hier und nicht da, wo er hingehört? Weil der Gegner auch hätte es schicken können und ich habe meine Echse früh genommen. Ich wollte nicht meine Echse verlieren, weil ich dachte, du schützt mich bestimmt nicht. Sag du hast mich, glaube ich, eingebaut. Ich glaube, es können keine Marines hier mehr raus gleich. Wenn das der Fall ist, musst du das nochmal canceln. Ja, hättest du es jetzt eben warten können, ob das auch wirklich der Fall ist, aber... Ja, safe ist safe. Na, 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 na. Safe is safe. Na, 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 na. Habadabababab, safe. Das ist das neue Lied der Deutschen Bank. Safe is safe. Wobei eigentlich ist die Deutsche Bank nicht dafür bekannt, was safe zu machen. Ich habe sehr wenig Einheiten, möchte ich mal sagen. Was? Ich habe sehr wenig Einheiten. Ne? Ich habe eine Hidden Base vom Gegner gefunden. Mach weg, mach kaputt, mach fertig. Nee, ich wollte ja einen Widowmine Drop machen, das ist schlecht gegen eine... Wie viele Bases hat der eigentlich schon? Da müssen wir irgendwie bestrafen, der Gericht. Ja, das würde ich auch sagen. Da müssen wir Geomon hinschicken.
Lass mal bestrafen. Die Echsen sind auf jeden Fall zu viel. Der hat aber viele Marines, ne? Soll ich jetzt vorgelten oder was? Er hat viele Marines. Das darfst du nicht unterschätzen. Ich hab halt keinen Stim. Aber wenn die gleich tausende Bases durch haben, wäre das nicht so gut für uns. Da war was in der Mitte. Können einen Overlord gewinnen. Ja, das stimmt. Da war wahrscheinlich auch eine Overlord. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe immer ein Adepten-Upgrade. Wie wollen wir hier von... Lass mal rechts rum. Also hier so... Oh, da ist der Gegner. Ich habe den Gegner gefunden. Muss gleich gut vorzielen. Er wird wahrscheinlich einfach liften. Ja. Uschiglas. Guardian Shield hat er auch dabei. Alles hat er dabei, der Bock. Da kommt ein Wüpf. Also hier ist auch eine Base, ne? Aber... Ich bin in der Supply Block, sag doch was. Du bist Supply Block. Ja, bin ich nur noch ungefähr... Mit Mutas! Das ist schlecht. Ich glaube, mit den Marines werde ich fertig, aber die Mutas, die könnten mir wehtun. Ja, ich habe halt kein Stim, ne? Warum bist du eigentlich aus dem Fight rausgegangen? Ich kann nicht in der Luft schießen. Also gegen die Marines kann jemand machen. Um also Assassins of Life muss ich mich kümmern. Ja, mit 5 Marines kannst du dich schwer tun gegen Adept mit Upgrade. Jetzt komm Linge, jetzt wird schwierig. Jetzt ziehe ich meinen Tank zurück. Aber ich muss halt diese Mutas alle töten. Aber ich würde sagen, wir sind gar nicht so schlecht im Spiel. Nee, das bin ich auch nicht. Dürfen nur nicht, müssen nur gucken, dass er nicht wieder 3000 Marines dann plötzlich hat. Dann wird schwierig. Ja, das Problem ist halt, dass seine Bases alle noch leben, ne? Ja, aber er kann sie ja nicht benutzen. Ja, aber sie leben alle noch. Das ist später schön für die Mules. Meine Einheiten laufen gerade alle als Reinforcements in den Tod. Mutas, das ist deine Aufgabe. Du kümmerst dich um die Chemie. Naja, so wirklich. Also du solltest auch gleich mal was haben, was in die Luft schießt, hoffe ich mal. Sag, du läufst auch alles komplett in den Tod, ne? Laufen die wieder alle nach vorne? Ja. Ja, die laufen halt wirklich wieder alle nach vorne. Ich hasse meine Einheiten. Ich hab gleich mal Stim. Ich hab Stim! Ich habe jetzt auch gleich was gegen gegen die Ultras, die so schlecht ist. Ich habe nämlich gehört, dass okay. Arkans gegen die Mutas ganz gut die sind. Base hier unten ist tot, da sind noch einige Mutas noch gestorben. Nur kurz ein bisschen Makro, warte mal. Wir dürfen sie nur nicht mehr rauslassen. Wir haben die sie gefangen. Die Marines sind alle tot. Muss halt auch geendet werden. Ich muss halt nur gucken. Ja, ich schicke jetzt hier auch leider ein bisschen was in den Tod, aber macht nichts. Du Arkans. Ich hatte Arkans. Er kommt von hinten. Tanks sind jetzt leider tot, aber dafür auch die meisten anderen helfen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, das könnten wir gewinnen. Wir haben halt zu viel geäxt. Die wollten halt die Taktik fahren, dass die dummen Nergo und Zyrok-Dudes zu Hause rumsitzen, während sie massiv äxen können. Das hätte auch noch geklappt. Da war der Nergo-Fehler. Zu früh geäxt und zu viel geäxt. Nee. Ich habe ja gesagt, wir müssen das eigentlich bestrafen. Aber zur Abwechslung hast du gesagt, ja, okay, ich gehe los. Ich habe gesagt, das war der Unterschied zu sonst. Sonst sagst du, ja, das stimmt, das müsste man eigentlich und hast sonst nichts. Ich habe gesagt, wir müssen das bestrafen, ja?
Und das habe ich dann auch gemacht. Mit Adepten abgeguckt. Ja, das war der Unterschied zu sonst. Mich nach vorne gestürmt, hab dabei noch geschrien. Aah! Und hab ja, die Junge. Anze Eier. Hände weg von den Eiern, hat er geschrien. Und dann. Mal kurz einen Ventilator hier andüllen. Das nehme ich jetzt. Ja, hier ist auch ganz schön heiß. Wenn ich Computer. Oh, das sind die gleichen nochmal. Sind die gleichen nochmal. Mal Bunker. Ja, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das Gegenteil eintritt. Ja. Lass uns mal exen. Wir exen jetzt hier überall. Meinst du, ich soll drei Hedge for Pool spielen? Beide drei Hedge for Pool? Ja, komm, lass mal beide drei Hedge for Pool spielen. Nein. Einfach, um zu memen. Jetzt bin ich supply blocked. Ja, mach mal Extraktor-Trick. Lass mal drei Hedge for Pool beide spielen. Und dann Maßlinge, weil da brauchen wir Einheiten, definitiv. Ich hab geextraktortriebt. Hat wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, aber ich hab das gemacht. Muss ja auch mal was machen. Muss ja auch mal was machen. Oh, das sieht nach Proxy aus. Ja, das ist ein Cannon Rush. Okay, noch kein 3 Hedge for Pool, ja? Nicht? Ich war schon so drin im 3 Hedge for Pool Business. Ja, es ist hier Proxy Void Ray Gedöns, wie das wieder werden, denke ich. Ich versuch's mal zu verhindern. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Mach's nicht, dass du tot bist. Also, ich habe noch keinen Link. Alter, ich bin echt schlecht gerade, Zarok. Ich hoffe, du kommst auch gleich mit was. Mein Pool ist noch nicht fertig, also. Da noch eine Bichon. Dauert noch eine, warte mal, dauert noch die 10 Sekunden. Die ersten Linge sind im Ei. Ich will mich jetzt auf Link-Produktion konzentrieren. Weil ich habe das Gefühl, sonst haben wir verloren. Ich habe das Gefühl, ja, wir haben auch so verloren. Ich gerade gerettet. Es war knapp, aber müsste eigentlich jetzt durch sein. Also der Kenrush bleibt natürlich hier, aber er hat die Cannons nicht in die Position bekommen, die er gebraucht hätte. Dass ich die abräumen kann. Die Frage ist halt gleich, wie viele Void Rays kommen gleich, ne? Weil das ist ja das eigentliche Follow-up, was dann kommt. Ja, mehr als Spinecrawler kann ich aber jetzt im Moment nicht düdeln. Also. Nee, Spines brauchst du auch nicht. Keine Spines bauen. Nee, die anderen, die Void Rays. Die Luftcrawler halt. Weißt du doch genau, was ich meine. Also wir müssen eigentlich ja gleich mal mit Ling in die gegnerische Base rennen. Weil da dürfte eigentlich nicht so viel sein. Aber ich habe halt kein Speed ewig, weil ich meinen Gas halt delayed habe, bewusst. Hätte ich das nämlich hier nicht schaffen können. Also ich komme jetzt auch mit 4 Slowling mit, ja? Aber du musst hier das meiste carryen. Ja, mach den Pylon anpowern, Pylon anpowern. Und dann kannst du eigentlich alles töten. Ah, da kommt aber Heli Rune, sind nicht so geil. Ja, ich glaube, das kommt in die Reihe mit den Helionen. Ja, einfach ein bisschen deine Echse bemannen, vor allen Dingen, weil die ist ein bisschen schwach. Ja, ich wollte noch Gegenschaden machen, das hat nicht funktioniert. Ja, das ist schade. Da sind die beiden Void Rays. Also, beziehungsweise die beiden Stargates, die da hinterherkommen. Da müssen wir aufpassen. Die Asa-Gegner kommen jetzt auch nach vorne. Ja, das warten, ne?
Wann ist der nicht Speed? Speed dauert halt noch ewig bei mir, ne? Hellions sind tot. Gut. Lass mal eben hier die Stargates abräumen, Zerok. Nicht auf die Cannons gehen, sondern von unten das Stargate angreifen. Oder den Pylon noch besser, den Pylon. Sehr gut. Jetzt den nächsten Pylon angreifen. Nein, die ja gerade aufbaut, die müssen töten. Also der darf die Void Race hier halt nicht durchbekommen, ne? Wann ist denn Andy Speed durch? Verdammt nochmal. Jetzt. Meine Linge sind gerade ein bisschen doof. Das habe ich probiert, hat nicht funktioniert. Jetzt haben meine Injects sind. Hat er einfach aufgehört, der Rock. Warum? Meine Injects sind aber auch nicht vorhanden. Oh, Zahlrock steht wieder 2 Meter neben dem Pfeil, dadurch verlieren wir. Jetzt darfst du nicht mehr angreifen, wenn alles tot ist. Du musst halt angreifen, wenn ich auch was mache. Aber damit haben wir jetzt eigentlich verloren. Weil da werden jetzt gleich Void Rays stehen und du hast Linge. Oder eben auch nicht mal. Und wir hatten definitiv die Chance. Unser Gegner hat uns viel, es sind sogar Battlecruiser noch mit dabei. Unser Gegner hat uns viele Möglichkeiten gegeben, das zu finishen, aber du wolltest es leider nicht. Ja, wo sind denn deine vorbereiteten Squadcrawlers? Du wusstest doch, was da kommt. Ich hab überleben müssen, Cyrock. Ich weiß nicht, wie viele Worker bei mir am Anfang da drin waren, ja? Ich würde vorschlagen, lassen Sie ihn zu mir fliegen. Schön 2, 3 Squadcrawler. Ja, er wird halt hinten defensive Cannons haben, ne? Angreifen, Cyrock, nicht stehen bleiben. Keine Echo. Todas hat keine Eco mehr. Todas Eco ist down. Wie Hardy. Wird halt unten neu exen, ne? Einmal ganz kurz beim Terraner gucken. Ja, nee. Nicht gucken. Okay, nee, lass nicht beim Terraner gucken. Lass mal den Protoss. Wobei, wir brauchen den Protoss eigentlich nicht angreifen, weil der hat nichts mehr. Nee, der Protoss ist weg. Hau mir Spores, Zarok. Es geht nur noch ums Überleben, ne? Die Aliens kommen raus, Zarok. Wir können sie surrounden. Ja, die anderen hat er da gelassen. Da sind aber noch welche rausgekommen. Die musst du ihn töten. Einen habe ich. Kein Pool, ich kann nichts bauen gerade. Außer Drohnen. Stimmt, ich könnte Hydras bauen. Also wenn du hier einfach 180.000 Spores baust und einfach nur deine Base beschützt, dann ist eigentlich alles in Ordnung. Und du musst gucken, dass du mit den Spores gleich Fokus weißt. Jetzt steht das Spiel. Zadarok, bist du noch da? Ich bin da nicht. Nee, ich bin hier. Seid der Terraner? Voldemort. Das Spiel steht wieder. Geh doch da mal raus! Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf.
So, ich habe gleich meinen dritten Pool. Du kannst auch deine Drohnen ein bisschen wieder nutzen, ne? Er hat mich gefunden. Meine 180 Spores. Wir brauchen mehr Mineralien. Schade. Die Hellions sind also move. Wahrscheinlich zu meinen Echse hier. Mir vorstellen. Ich hab sie gefunden. Battlecruiser ziehen sich zurück. Meanwhile hat der Terraner keine Eco mehr. Sehr gut. Töte die Echse eben. Da ist eine Planetary nicht drauf. Da gehe ich nicht hin. So, gleich bitte mit Fokus feiern auf die entsprechenden Vault-Trees, die immer am niedrigsten sind. Und du brauchst Queens. Das ist schlecht. Ich brauche halt auch Queens. Hat immer noch nichts gegen ihn, aber ich kann halt nichts machen gerade. Ich bin klinisch tot einfach. Und er hat auch so viele PCs eigentlich inzwischen, dass es echt nahezu unmöglich wird. Er hat wieder sich aufgebaut irgendwo. Das müssten wir verhindern eigentlich. Die Fliegeviecher kommen zu mir. Das hilft nicht. Ich kann ihn vielleicht wieder zu mir locken. Ich hoffe es ein bisschen. Die Void Rays sind gleich bei dir, ne? Die Battlecruiser sind bei deiner neuen Base, ne? Ja, kann ich nichts machen. Warum hast du da keine Spores gebaut? Weil ich drei Worker da habe. Ja, hättest du da ein paar hinschicken können. Wo hat denn dieser blöde Protoss seine Base? Er hat sie gecancelt sogar. Ich bin raus, also. Nur noch die Links, die hier sind. Da stehen wieder Hellions, pass auf. Oh nein, da wird wieder meinen Pool fokussen. 180. Mal. Er hat sich gerecalled. Oder wie auch immer das heißt bei denen. Gebeamt. Nein, das war falsch! Bist du gerade explodiert? Ja, ich habe einen anderen kostspieligen Fehler gemacht. Aber jedes Void Ray, was wir töten. Ein Schritt näher zum Sieg! Ja, er kann er nicht halt wieder nicht wiederkriegen, ne? Der Battlecruiser ist der Problem. Ich habe jetzt gleich ein paar Hydras. Ob ein paar Hydras uns wirklich helfen? Oh, hast du noch irgendwo eine andere? Schick die andere Drohne da weg, Zarok. Schick diese Drohne da weg. Nicht einfach durch den Void Wave fahren. Das gibt's doch nicht, Zarok. Aber du hast hier noch eine Drohne, ne? Nutze sie. Irgendwo. Hab kein Geld. Ja, kann ich dir gleich geben. Fahr damit irgendwo hin, wo du sinnvoll exen kannst. Ganz wichtig ist, dass du eine zweite Dings irgendwie kriegst. Auf Dauer. Aber nicht in die Gegner reinfahren. Ja, ich weiß ja auch nicht mehr, was ich machen soll.
Was ein Spiel. Wobei wir eigentlich klinisch tot sind. Nein! Er hat mich gefunden! Dann rennt zu mir. Also ich habe Probleme, wenn der Rana kommt. Ich habe nur noch eine Drohne. Gegen den Protoss habe ich keine Probleme. Ja, moin! Ich bin, du bist auf dich allein gestellt, Nergorix. Ich bin nur noch Beiwerk. Ich kann dich aber auch noch unterstützen. Nergo! 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 Die Battlecruiser sind da. Da muss ich aufgeben. Scheiß-Position zum Fighten. Achtung, die Yamamoto-Cannon! Auf Creep, auf Creep, auf Creep! Nee, du machst das. Ich hab vollste Vertrauen in dich. Problem ist halt, dass der Terraner noch zu gut lebt. Er wurde mit Transfuse gearbeitet, habe ich genau gesehen. Achtung, die Voyagers. Ja, er hat vor allen Dingen die Voyagers, die waren zu spät. Dieser ist. Achtung, war zu spät, Sarok. Das ist deine Aufgabe, das früh genug anzumerken. Achtung, die Battlecruiser. Ich kann aber nur noch die Yamamoto kennen. Ja, das reicht nicht, das ist zu viel. Das ist leider zu viel. Sie haben es echt deutlich knapper gemacht, als sie es hätten machen müssen. Eigentlich hatten sie nach 5 Minuten gewonnen, waren dann aber zu schlecht zu finishen. Leider hat es dann doch letztlich gereicht. Aber gut, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe, ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts ist es vollklicken. Unten rechts ist alles mal von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.